Beginn unseres mobilen Lebens wollten wir ja erst einmal nur Deutschland bereisen und unser eigenes Land richtig von Grund auf kennenlernen. Ja, im Jahr 2012 sind wir dann in die große weite Welt gefahren, zum Äquator und wieder zurück. Ja, und auch in diesem Jahr haben wir natürlich einige Male deutschen Boden verlassen. Insgesamt gab es Staatsgrenzen, die spürte man eigentlich kaum oder gar nicht, und andere, die verlangten regelrecht ein Visum. Ihr sollt nun schätzen, wie viele Grenzübertritte wir im Jahr 2012 und 2013 erlebt haben. Und zwar insgesamt, so mit allem hin und her und vor und zurück und ja, also mit allem. Ich glaube, das wird schwer. Das denke ich auch. Wir sind gespannt. Ciao.